Ja, es ist sehr schade, weil wir haben echt eine gute erste Halbzeit gespielt. Wollten daran auch anknüpfen in der zweiten Halbzeit. Dann gab es leider so eine Phase, wo Hornsby, glaube ich, 9 oder 12 Punkte in Folge gemacht haben hat. Das müssen wir natürlich stoppen. Das darf uns nicht passieren, dass der in der Dreierlinie so frei steht. Wir wissen, dass er ein guter Werfer ist. Und das hat so ein bisschen unseren Rhythmus genommen. Dann hat Oldenburg mehr Selbstvertrauen bekommen. Paulding hat Sachen mehr gemacht. Mal Bastic hat seine Würfe getroffen, die er in der ersten Halbzeit nicht getroffen hat. Deshalb, ja, es ist sehr schade. Wir müssen jetzt aus unseren Fehlern in der zweiten Halbzeit lernen und das Positive aus der ersten Halbzeit mitnehmen ins nächste Spiel. Ich glaube, in der ersten Halbzeit haben wir trotz vieler Turnover Stops bekommen hinten, haben wir besser verteidigt. In der zweiten Halbzeit haben wir die Fehler in der Offensive weitestgehend abgeschaltet. Wir haben immer noch viele, viele Würfe daneben geworfen, aber Turnover waren, glaube ich, nicht so viele wie in der ersten Halbzeit. Dafür haben wir halt nicht so gut verteidigt wie in der ersten Halbzeit und das darf uns nicht passieren. Gegen eine offensiv talentierte Mannschaft wie Oldenburg muss man 40 Minuten 100% Energie in der Defense haben und das haben wir heute nicht gezeigt. Ich denke mal, wir werden morgen wieder in der Trainingshalle sein, viel Video schauen vom Spiel heute, aber auch uns schon auf Ulm vorbereiten. Jetzt ja, die Körper regenerieren lassen und dann wieder morgen, übermorgen voller Fokus auf Ulm. Und dann wollen wir auf jeden Fall einen Sieg in Ulm holen.